Hallo Leute, was geht ab? Willkommen auf meinem Kanal zurück. Schön, dass ihr wieder einschaltet. Ich habe jetzt 2-3 Tage Pause gemacht, weil ich einfach noch ganz, ganz viele andere Dinge zu tun hatte. Unter anderem das Turnier vorbereiten, was einfach schon endlich Zeit wird. Deshalb komme ich jetzt aber wieder in voller Inbrunst zu euch. Wir werden jetzt, während ihr das hier seht, streamen wir schon auf Twitch. Unten ist die Video- oder in der Videobeschreibung ist der Link. Das heißt, ihr könnt gerne vorbeikommen, wenn ihr Lust habt, irgendwie eine entspannte Runde mit mir zu zocken. Und ich möchte euch heute im Video einfach nur in so kurzer Form wie möglich erklären, was jetzt alles heute und morgen auf uns zukommt, weil es gibt einige Updates, es gibt einige Änderungen und es ist vielleicht für alle interessant, ohne sich alles durchlesen zu wollen. Das heißt, morgen beginnt das neue Quadfeed-Event. Doppelgewinne in Blackout, das heißt, wenn ihr Kills macht, kriegt ihr ja Rewards. Doppel-XP und Doppel-Waffen-XP. Das heißt, wir haben den kompletten Feed, alles doppelt, und zwar die nächsten 5 Tage. Das Ganze beginnt jetzt am Mittwoch, das heißt morgen, und geht bis nächste Woche Montag. Wer also jetzt noch Prestigen möchte, noch bei Blackout was schaffen möchte, das ist jetzt der beste Zeitpunkt, um da irgendwie voranzukommen. Kann ich euch allen nur empfehlen. Ich werde es ausnutzen, um endlich Richtung Dark Matter und Prestigemeister zu gehen. Diamant auf den Sturmgewehren haben wir ja schon, wie ihr hier seht. Dann gibt es noch, was auch nicht uninteressant ist, eine neue Playlist. Das heißt, aktuell haben wir die Playlist noch mit Waffenspiel. Nuketown ist in der Playlist drinne. Dann irgendwas mit S&Z und dieser Doppel-Moshpit-Modus, wo ihr Stellung, TDM, Abschuss bestätigt und Herrschaft mit doppelten Punktzahlen habt. Ich habe, seitdem dieser Modus draußen ist, nur ein einziges Mal es geschafft, den kurz anzuspielen, ansonsten fehlt mir die Zeit. Das ist mega schade, um ehrlich zu sein, weil ich wirklich Lust hatte, mal Herrschaft bis 400 Punkte zu spielen und Stellung bis 500. Die Idee davon finde ich wirklich sehr, sehr geil. Ich werde es aber mit Sicherheit irgendwie, wenn sie diesen Modus nochmal rausbringen, nochmal ausgiebig im Stream machen. Da sollten wir uns drauf einstellen, es gibt jetzt eine neue Playlist, die wird heute um 19 Uhr kommen. Dafür wird auch ein Update rauskommen, ich glaube das 1.07. Das wird aber niemals so groß sein wie das letzte Update, das heißt es werden keine 10 GB sein. Und was wir auch auf jeden Fall jetzt schon irgendwie für uns festhalten können, bei dem Ganzen werden A, neue Sachen für den Blackout-Modus da sein, das hat uns Treyarch bei Twitter versprochen, und neuer Game-Content. Das kann bedeuten, dass wieder ein paar Waffen-Patches mit reinkommen. Einige Waffen werden vielleicht wieder etwas stärker, etwas schwächer gemacht. Die Rampart zum Beispiel mit dem verringerten Rückstoß ist, wenn ihr mich fragt, absolut stark geworden. Dafür, dass sie vorher so viel Rückstoß hatte, hat sie jetzt eigentlich gar keinen mehr. Vielleicht setzt man sich nochmal an die Titan ran, dass man da irgendwie feststellt, dass die immer noch zu stark ist. Die Hoffnung habe ich zumindest. Nicht das Problem bei der Titan ist, dass sie aus der Hüfte jetzt nicht mehr genau zielt oder dass ihr damit nicht mehr mit Schaft so schnell unterwegs seid, sondern dass ein Maschinengewehr, was die gleiche Feuerrate hat wie ein Sturmgewehr, mit 3 Schuss einfach tötet. Es gibt keine Waffe in Black Ops 4, die das kann, es sei denn, man nimmt die hier, die auch die gleichen Voraussetzungen hat. Aber das lassen wir beiseite, es ist ein wirklich ermüdendes Thema und ich habe auch keine Lust mehr darüber zu reden. Am Ende spielt sowieso jeder, was er möchte, ich werde mich daran aber nicht beteiligen. Zusätzlich zu dem Ganzen hoffe ich, dass es neue Blackout-Charaktere geben wird. Aktuell haben wir ja schon aus der Vergangenheit Charaktere, zum Beispiel Woods oder Resnov. Ihr kennt Black Ops 1, 2 und 3 jeweils. Ich habe gehört, dass es demnächst auch, und da gibt es ja schon eine Visitenkarte für, einen neuen Black Ops Charakter geben soll, und zwar den Reaper. Den kennen wir alle aus Black Ops 3, das ist dieser wunderschöne junge Mann mit der Sense, beziehungsweise dieser wunderschöne Roboter mit der Sense. Da hätte ich auf jeden Fall Bock. Ich kann mir vorstellen, dass man den sehr, sehr gut integrieren kann, weil ich muss euch ganz ehrlich sagen, wir haben sowieso schon eine Milliarde Spezialisten. Ob wir nun noch einen witzigen dazu nehmen oder macht am Ende überhaupt keinen Unterschied. Das ist aber nur eine Vermutung, das ist nicht bestätigt, dann nimmt mich nicht beim Wort, das wäre nur etwas, was ich mir wünschen würde. Außerdem hoffe ich, dass wir vielleicht im Blackout-Modus neue Optionen bekommen, das heißt zum Beispiel, wie wir es aus Fortnite kennen, so ein 50 gegen 50 Modus wäre natürlich ganz geil. Vielleicht mal so ein Modus Junge gegen Mädchen, das heißt Jungscharaktere gegen Frauencharaktere. Lässt sich mit Sicherheit alles irgendwie machen. Und es wäre auch wirklich sehr angenehm, wenn man endlich mal die Chance hätte, dass man zum Beispiel Aufgaben erfüllt in-game, egal ob in Black Ops, im Multiplayer oder sonst wo. Und wenn man diese Aufgabe geschafft hat, das soll natürlich ein bisschen schwieriger dann sein, als schaffe 10 Kills, ein bisschen so wie bei WW2, dass man dann im Battle Pass einfach
4 oder 5 Stufen überspringt. Das wäre ganz cool, weil man dann wieder mehr Grund hat, den Battle Pass schneller voll zu bekommen. Und ganz ehrlich, das, was uns letzte Woche versprochen wurde und was wir dann bekommen haben, war ja totaler Kack. Es wurde ja eigentlich versprochen, dass wir geilen Content dazu bekommen und am Ende haben wir nichts bekommen, außer dem Blackjack-Shop. Das heißt, wir müssen wieder Geld ausgeben, um uns gewisse Sachen zu holen. Was davon aber sicher drin ist und was nicht, das werden wir sehen. Also unbedingt ab 19 Uhr einschalten. Das sind eigentlich die wichtigsten Infos, die ich so für euch habe. Ich würde mir auch wünschen, dass es für den Blackout-Modus Waffenvarianten gibt von bestehenden Waffen oder Waffentarnung. Dass man zum Beispiel, wenn man mit der ICR in Blackout 100 Kills gemacht hat, jedes Mal, wenn man die ICR aufnimmt, eine goldene Waffe hat. Und wenn ihr 500 Kills habt, eine Diamantwaffe. Einfach nur als Beispiel. So hätte man Grund, auch vielleicht mal die Waffen im Blackout-Modus zu wechseln, denn aktuell habe ich das Gefühl, im Blackout-Modus dominieren doch sehr sowohl die ICRs als auch einfach die Maddox, weil sie eben auf kurze Entfernung sehr, sehr stark ist und man ja öfter mal in Gunfights ist, die auf kurze Entfernung ausgelegt sind. Das sind nur so ein, zwei Wünsche, die ich mir vorstellen könnte, die man vielleicht gut umsetzen könnte. Und die Frage ist natürlich, wenn es noch neue Spezialisten geben wird, wo ich mir 100% sicher bin, was wäre euer Lieblingsspezialist, der irgendwie reingepatcht werden sollte? Wäre das der Ripper zum Beispiel aus Black Ops 3? Wäre das der Reaper aus Black Ops 3? Wäre das vielleicht etwas, was man aus Black Ops 2 oder 1 kennt? Da würde mich eure Meinung interessieren. Ich hoffe, ihr habt alle wichtigen Infos fürs Update. Und wenn ihr Lust habt, ein bisschen mitzuzocken, ein bisschen reinzuschauen, kommt jetzt einfach bei Twitch vorbei. Jetzt gerade bin ich online, während ihr das sehen könnt. Lasst gerne eine positive Bewertung da, würde mich drüber freuen. Haut gerne ein Abo raus, falls ihr neu auf dem Kanal seid und euch gefällt, dass ihr solchen Content eigentlich täglich bekommt. Und wenn es euch nicht gefällt, ich kann es nicht jedem recht machen. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Ich hoffe, wir sehen uns jetzt gerade im Stream. Klingt vielleicht komisch, ist aber so. Und sonst bin ich erstmal raus. Haut rein.